Moin Moin und willkommen zurück zum Let's Play SimCity 2000. Vorab möchte ich euch sagen, dass ihr euch nicht im Part getäuscht habt. Das ist tatsächlich der neueste Part. Nur wegen dem Lied habe ich dabei jetzt auch leider schon bemerkt, dass dieses GEMA-freie Radio, ich erwähne es gerne nochmal an dieser Stelle kurz, dass ich hier im Hintergrund höre, wohl leider noch nicht so viele Lieder zur Auswahl hat in der Playlist, deswegen wiederholt sich das leider des öfteren mal, aber ja, ich ziehe das jetzt durch. Ich lasse dieses Radio jetzt hier bei dem Let's Play SimCity als kleines Radio, als kleine musikalische Unterstützung für mein Gelaber einfach mal mitlaufen. Sorry, wie gesagt, dafür, dass es sich vielleicht ein bisschen wiederholt, die Lieder. Aber meistens dann ja auch nur nach einigen Parts wieder. Also es ist jetzt ja nicht so, dass ihr jetzt jeden Part die gleiche Musik hört. So, kommen wir aber weiter zum Projekt U-Bahn. Das ich jetzt hier verfolge. Und sich doch tatsächlich schwieriger darstellt, als ich es vermutet hätte. Weil irgendwas immer im Weg ist. Und ich konnte jetzt leider immer noch nicht rausfinden, was das ist. Also irgendwas offenbar mit den Wasserleitungen, mit dem Rohrsystem. Aber was? Ob es die Wasserpumpen sind oder... Pja, keine Ahnung. Ist ja letztlich auch egal. Deswegen versuche ich mich jetzt hier so ein bisschen an dem Straßennetz zu orientieren. Da klappt das eigentlich bisher immer ganz gut mit dem Bauen. So. Es war wenig spektakulär, wenn natürlich unterhalb der Straßen immer auch die U-Bahn-Linien lang laufen, aber... Ja, muss natürlich auch gucken, dass ich das dann irgendwie auch nochmal fertig kriege. Deswegen habe ich mich jetzt dazu entschlossen. So. Immer so ein bisschen am Auge behalten, wo die ganzen Stationen sind, die ich da vorher einfach so platziert hatte. Da ist einer. Ja, jetzt zickt er wieder rum. Das ist unfassbar. Ich weiß es immer nicht, was ich da machen soll. Ah, da ist auch noch eine. Hab ich fast übersehen. Ja, da kriege ich wahrscheinlich wieder Probleme, weil die innen Wohngebiet ist so... Warte mal. Um diese Einfärbung hier was zu bedeuten, wo ich nicht langkomme? Weil ich mal eben hier meinen verbauten Scheiß aufbaue. Ich weiß jetzt auch nicht, hat das Sinn, diese U-Bahn-Station wieder mit den anderen zu verbinden? Oder reicht das hier so, wie das hier ist? Ach, blöd. Ich habe übrigens die Zeit mal angehalten. Nicht, dass ihr euch wundert, warum das da nichts vorangeht. Ich wollte jetzt hier nicht die ganze Zeit im Untergrund vor mich hin basteln und irgendwann bin ich im Jahr 3000. Weil es hat sich ja eben doch schon abgezeichnet, dass das wohl doch nicht so leicht von der Hand geht, wie ich es mir gehofft hätte. Ich verbinde jetzt einfach nochmal... Ja, hier ist rot. Komme ich da nicht weit? Schwer das zu verstehen für mich. Vielleicht hat da jemand von euch noch ein Handbuch. Würde mich freuen, wenn er da vielleicht mal durchstöbern könnte und in die Kommentare schreiben könnte, wie sich das hier mit diesen U-Bahn-Linien verhält. Jetzt ist der Status bei mir erreicht, wo ich es auch einfach wissen möchte. Also ich... aus Neugier. Also ich will es jetzt nicht nur wissen, damit ich es weiß für das Let's Play, sondern einfach, weil es mich jetzt interessiert, wie sich das Ganze verhält. Da bin ich dann doch schon so ein bisschen... wissbegierig. So. Ihmchen jetzt hier verbinden. So, das nochmal eine ordentliche Verbindung. Also die gefällt mir hier. So, führt an sich an der U-Bahn-Station vorbei, ganz knapp vorbei, aber Leute, die in diese U-Bahn-Station wollen, da gibt es halt einen kurzen Ausschwenk. So, wie gesagt. Also, was mich mal interessieren würde, für Leute, die es wissen, würde ich mich freuen, das in den Kommentaren von euch zu hören, ob man die einzelnen Stationen hier wiederum nochmalig untereinander verbinden muss oder ob quasi eine ein Kreissystem reicht. Und die zweite Frage, was daran was mich daran hindert, hier an gewissen Stellen voranzubauen. Ich kann mir das nur vorstellen, dass es hier an diesen Farben liegt. Teste ich mal eben. So, was ist denn, wenn ich jetzt hier runterbaue?
Ha, gucke, da komme ich genau bis zu dem roten Punkt. So, jetzt baue ich mal bis da. Von da geht es aber auch nicht runter, obwohl es nur blau ist. Oder? Ach doch, kann ich. Jetzt kann ich aber auch am roten vorbei bauen. Bin ich jetzt unterhalb des roten oder daneben? Oh, schwer zu sehen. Kann ich jetzt nicht erkennen, ob ich jetzt genau hier drunter bin oder in dem Bereich, aber ich glaube eher da. Hm. Also scheint das mit den Farben wohl auch nicht so zu sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. So, jetzt habe ich mich hier voller Freude nach unten gebohrt, aber wo ist die nächste Station überhaupt? Da hinten? So, jetzt bitte zick nicht rum und verbinde das einfach. Jawoll. Bisschen den überflüssiges Zeug hier aufräumen und der geht jetzt hier schon mal vorsorglich. Vorsorglich auf die andere Uferseite, wollte ich sagen, aber ich komme jetzt hier nicht hoch. Doch da, so. Da kann er schon mal langlaufen für später. Und ab hier geht's dann weiter. Hier hoch und hier ran. So, habe ich jetzt endlich. Habe ich noch irgendwo eine U-Bahn-Station, die nicht angeschlossen ist? Da. Super. So, dann bin ich ja gleich mal auf die... Komm, jetzt bin ich jetzt auch nochmal untereinander. Wie gesagt, ich weiß zwar nicht, ob man das muss. Aber ich mach's einfach mal. So, ich glaube, jetzt habe ich alle. Jetzt verbinde ich die hier noch. Damit das dann auch wirklich ein Kreislauf ist, hier hinten mit der. So, schön, wunderbar. So, hier schon mal vorgebaut für später. Ach, da ist noch eine, verdammt. So. Jetzt gucke ich hier mal eben schnell. 318. So, die Zahl mal merken und gucken, ob sich das gleich hoffentlich schlagartig erhöht. Müsste es ja. Ich habe jetzt ja viel mehr gebaut. So, lassen wir mal weiterlaufen. Na, entweder noch nicht aktualisiert oder mein System hat nichts gebracht. Oder es wurde schon aktualisiert, bevor ich geklickt habe. Weiß jetzt auch nicht. Verdammt. Also, genauso schlau wie vorher. Sehr schön. Diese Unwissenheit mag ich gar nicht. Tja. Tja. Was soll ich dazu sagen? Ja, egal. Muss ich jetzt so lassen. Kann ich jetzt nicht ändern. Später nochmal gucken, ob das mehr geworden ist. 318. Und hier immer noch 0. Verdammt. Blöd. Das finde ich jetzt blöd. Weil ich nicht weiß, ob ich das jetzt hier richtig gemacht habe. Oder nicht. Warum die hier immer noch 0 haben, verstehe ich auch nicht. Wo ist er? Komm. 0. 0. Tja. Okay, ich versuche nochmal was anderes. Ich versuche jetzt hier nochmal einen Railroad lang zu führen.
unter der Brücke lang. Puh, zum Glück. Nee, scheiße. Das war blöd, da kann ich auch geradeaus weiterfahren. Highway. Yeah. Rail. Da ist eine Straße unter meinem Highway. Sehr schön. So. So, und dann baue ich jetzt hier nochmal eine Rail Depot. Ja. So, muss jetzt hier die Straßenführung leider mal ein bisschen anders legen als geplant, ja. So, Rail dran vorbei. Natürlich nicht vergessen, ans Wassernetz anzuschließen. Wie sieht es da eigentlich allgemein aus? Gut. 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 So. Wenn sich das jetzt hier nicht gleich verändert, mit den Anzahl an Passagieren in meinem Schienensystem, dann kann ich es auch gleich vergessen. Tja, das bleibt einfach kontinuierlich bei Null und auch mein U-Bahn-System hat sich, glaube ich, jetzt nicht elementar verändert. Oh, doch. Sehr schön. Hat sich verdoppelt. Okay, das scheint also schon mal im Ansatz funktioniert zu haben. Zumindest der Großteil oder einige der gesetzten U-Bahn-Stationen scheinen schon mal geklappt zu haben. Aber das hier, das macht mir noch Kopfzerbrechen. Tja, ich weiß jetzt auch nicht, ob das hier vielleicht ein schlechtes Zeichen ist, dass die mal gegeneinander krachen. Das ist also kein richtiges Schienennetz besteht. Das ist ja, denke ich mal, nicht original so mit diesem Zusammenkrachen. Darf ich vielleicht immer nur eine bauen pro Schienensystem? Versuche ich mal. Also nur eine Station pro geschlossenem Schienennetz, dass nur ein Zug fährt. Sonst habe ich zwei. Oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich den zweiten gebaut habe. Ach doch, hier genau, auf der anderen Seite. Dann lasse ich den mal als Ausgangspunkt. Mach den hier am Ende weg. Und verbinde den einfach mal mit der anderen gegenüberliegenden Stadt. So. Schön über noch eine Brücke gebaut, damit die Leute auch was zu gucken haben. Kann ich auch die Schienen, die Straßenführung hier mal wieder normal machen. Baut derweil mal, weil das der Bedarf gerade groß da ist. Industrie. Nein, eigentlich müsste ich Commercials bauen, aber. Ach, die baue ich jetzt hier hin. Dann bringt auch das Schienensystem vielleicht wieder ein bisschen mehr. So. Aha, jetzt muss ich... Ach, ich mach das erstmal anders. Ich meine diese Blöcke, die Blöcke mache ich selber. Ich habe jetzt das Geld, ja, jetzt kann ich ja ruhig Zonen dann auch überschreiben. Das habe ich am Anfang immer nicht gemacht, weil es ja unnötig Geld kostet. So, mache ich erstmal die Zone und definiere dann jetzt die Straßen in Ruhe. So, ganz normal hier weiter. Ja, da ja, aber hier nicht. Nein. Nicht zu viele Verbindungen machen. Ich weiß zwar nicht, ob das schlimm ist. Aber... möchte ich auch einfach nicht. Nein. Nein. Und nein. So. Hier noch. Alles untereinander. Und dann noch ein bisschen Schienen. Schienen laufen da lang. Und da. Das reicht eigentlich. Also ein so eine Schiene hier in dem großen Block ist für mich okay. So, Strom natürlich nicht vergessen. So.
und immer Wasser, 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 Wasser. So. So, den Part muss ich jetzt auch gleich beenden, auch wenn es jetzt gerade mal ein Lied wäre, was ich bisher noch nicht wahrgenommen hätte auf dem Stream. Das wäre eigentlich mal ein Grund, fast den Part noch ein bisschen länger zu machen, weil wahrscheinlich denn beim nächsten Part, den ich denn mache, schon wieder ein Lied kommt, was schon mal da war, aber egal. Das muss ich jetzt so ein bisschen dann schon auf die Zeiten achten, weil wenn die Parts zu lange werden, dann werden sie meistens dann auch zäh zum Zuschauen. So 15 Minuten hat sich, deswegen haben ja die meisten Let's Player auch immer so 15 Minuten eigentlich mal als ganz gute Zeit herauskristallisiert, dass die Leute denn sich die Sachen dann auch noch wirklich bis zu Ende angucken. Bei 20 Minuten Aufmerksamkeit ist denn ja schon nicht so wenig. So. So, ich sag übrigens, merke ich gerade sehr viel so. Das mache ich in Wirklichkeit eigentlich nicht, aber irgendwie bei den Let's Plays sage ich immer sehr viel so. Keine Ahnung, mal abgewöhnen. Also sage ich jetzt nicht so, sondern sage ich, schauen wir mal eben nach unserem Depot. Ob sich jetzt hier die Passagierzahl verhöht hat. Nein. So, ich möchte jetzt eigentlich auch ehrlich gesagt ungern im Internet stöbern. Das wäre ja zu einfach, da möchte ich mich jetzt schon selber irgendwie ranfuchsen. Aber das erst im nächsten Part. An dieser Stelle soll es jetzt erstmal das so gewesen sein.